Nehmen Sie zuerst alle Artikel aus dem Paket. Es gibt Monitor, Kamera, Netzkabel, Zigarettenadapter, Videokabel und T-Tabs. Wenn der Monitor eingeschaltet ist, wird das Bild hier angezeigt. Nehmen Sie den Monitor auf. Dieser Monitor kann zwei Kameras anschließen. Sie können es mit zwei Riemen am Originalspiegel einhängen. Wie meine Operation. Dies ist ein Videokabel. Heben Sie die Kamera auf. Es gibt 7 LED-Leuchten. Es gibt einen Sensor. Der Kamerawinkel kann flexibel eingestellt werden. Heben Sie das Nummernschild auf. Richten Sie das Loch der Kamerahalterung mit dem Schraubenloch des Nummernschilds aus. Die Einbauposition kann flexibel angepasst werden. Sie können die Kamera auch hinter dem Nummernschild installieren. Der Kamerawinkel kann flexibel eingestellt werden. Nachdem der Kamerawinkel angepasst wurde, ziehen Sie die Schrauben mit Werkzeugen an. Nehmen Sie das Videokabel auf. Es gibt 2 vierpolige Anschlüsse und einen DC-Anschluss. Verbinden Sie einen vierpoligen Stecker mit dem Monitor. Schließen Sie einen weiteren vierpoligen Stecker an die Kamera an. Verbinden Sie den DC-Stecker mit dem Zigarettenadapter. Stecken Sie den Adapter in die Zigarettenanzündersteckdose. Drücken Sie den roten Knopf. Der Monitor leuchtet auf. Das Bild erscheint auf dem Bildschirm. Die Kontrollleuchte leuchtet, um anzuzeigen, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Drücken Sie die AV-Taste, um zum AHD1-Kanal zu wechseln. Es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm. Drücken Sie die AV-Taste erneut, um zum AHD2-Kanal zu wechseln. Das Bild erscheint auf dem Monitor. Sie können die Kamera auch an eine andere Leitung des Monitors anschließen. Drücken Sie die AV-Taste, um zum AHD1-Kanal zu wechseln. Das Bild erscheint auf dem Monitor. Drücken Sie die AV-Taste erneut, um zum AHD2-Kanal zu wechseln. Es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm. Drücken Sie die AV-Taste, um zum AHD1-Kanal zu wechseln. Heben Sie die Kamera auf. Das LED-Licht leuchtet auf. Jetzt alle Drähte getrennt. Jetzt die Richtung des Videokabels umkehren. Wie meine Operation. Schließen Sie einen vierpoligen Stecker an den Monitor an. Der vierpolige Stecker auf der Seite mit dem DC-Kopf wird mit der Kamera verbunden. Wie meine Operation. Verbinden Sie den DC-Stecker mit dem Netzkabel. Rot ist positiv, schwarz ist negativ. Das rote Kabel wird an den Pluspol des Rückfahrlichts, Rücklichtskennzeichenbeleuchtung angeschlossen. Das schwarze Kabel ist mit dem Minuspol des Rückfahrlichts, Rücklichtskennzeichenlichts verbunden. Die Monitorleuchte ist an. Drücken Sie die AV-Taste, um zum AHD2-Kanal zu wechseln. Das Bild erscheint auf dem Monitor. Jetzt demonstrieren wir die zweite Verbindungsmethode. Verbinden Sie den vierpoligen Stecker mit dem DC-Kopf mit dem Monitor. Ein weiterer vierpoliger Stecker ist mit der Kamera verbunden. Sie können auch die Position des Videokabels ändern. Gefällt mir meine Operation. Nehmen Sie den Monitor auf. Jetzt ist es AHD1-Kanal. Drücken Sie die AV-Taste, um zum AHD2-Kanal zu wechseln. Drücken Sie die AV-Taste erneut, um zum AHD1-Kanal zu wechseln. Drücken Sie die M-Taste, um die Hilfslinien auszuschalten. Drücken Sie die M-Taste erneut, um die Hilfslinien einzuschalten. Drücken Sie lange die M-Taste, um in den Menümodus zu gelangen. Wenn das H auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie die M- oder AV-Taste, um die Führungslinie nach links oder rechts zu verschieben. Drücken Sie lange die M-Taste, wenn das V auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie die M- oder AV-Taste, um die Hilfslinie nach oben oder unten zu verschieben. Halten Sie die M-Taste lange gedrückt, wenn das W auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie die M- oder AV-Taste, um die Breite der Führungslinie anzupassen. Lange die M-Taste drücken.
Drücken Sie zum Aufrufen die M-Taste. Drücken Sie die AV-Taste, um die Helligkeit einzustellen. Drücken Sie die M-Taste, um zu Kontrast zu wechseln. Drücken Sie die AV-Taste, um den Kontrast einzustellen. Drücken Sie die M-Taste, um zur Sättigung zu wechseln. Drücken Sie die AV-Taste, um die Sättigung einzustellen. Drücken Sie die M-Taste, um die aktuelle Schnittstelle zu verlassen. Drücken Sie die AV-Taste, um das zweite Symbol auszuwählen. Drücken Sie die M-Taste zum Bestätigen. Drücken Sie die AV-Taste, um die Führungslinien ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die M-Taste zum Bestätigen. Wie meine Operation. Drücken Sie die AV-Taste, um das dritte Symbol auszuwählen. Drücken Sie die M-Taste zum Bestätigen. Diese Funktion kann ignoriert werden. Nehmen Sie zuerst die zweite Kamera aus der Verpackung. Dies ist ein Videokabel. Verbinden Sie einen 4-Polygen-Stecker mit der zweiten Kamera. Schließen Sie einen weiteren 4-Polygen-Stecker an den Monitor an. Verbinden Sie den DC-Stecker mit dem Zigarettenadapter. Stecken Sie den Adapter in die Zigarettenanzündersteckdose. Drücken Sie den roten Knopf. Der Monitor leuchtet. Jetzt ist es AHD1-Kanal. Drücken Sie die AV-Taste, um zum AHD2-Kanal zu wechseln. Bilder erscheinen sowohl auf AHD1 als auch auf AHD2-Kanälen. Heben Sie die Kamera auf. Es gibt ein weißes Kabel und ein grünes Kabel am Kameraverlängerungskabel. Wenn Ihnen das weiße Licht der Kamera nicht zu blendend gefällt, können Sie die dünne grüne Linie am Kameraverlängerungskabel durchschneiden. Das Kameralicht ist nicht an. Wenn Sie die grünen Linien zusammenführen, die Kamera leuchtet. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um den Radiergummi am grünen Draht zu schneiden. Hinweis: Schneiden Sie den Kupferdraht nicht ab. Gefällt mir. Verschmelzen Sie nun die geschnittenen grünen Linien. Das Kameralicht ist an. Gefällt mir. Der Monitor befindet sich jetzt in der Spiegelrückansicht. Verwenden Sie ein Werkzeug, um die weiße Linie zu schneiden. Schalten Sie die Kamera aus und schnell wieder ein. Der Monitor wechselt automatisch zur Frontansicht. Wenn Sie die Kamera als Rückansicht verwenden möchten, schließen Sie einfach das dünne weiße Kabel am Kameraverlängerungskabel wieder an. Der Vorgang des Verbindens der Kamera mit der Lampenleitung. T-Taps. T-Taps hat zwei Löcher und ein Loch ist geschlossen. Die langen Linien sind die Linie der Lampe oder die Stromkreisleitung am Auto. Schieben Sie die Autolichtleitung in das erste Loch. Kameranetzkabel. Stecken Sie das Netzkabel in das zweite Loch. Eisenblätter. Klemmen Sie das Eisenblech am Boden der Gewindebohrer fest.